Dynamo TV wird präsentiert von Asti. Glückwunsch zum 5:0-Sieg, Glückwunsch zum Tor und alles Gute zum Geburtstag. Ist das ein tolles Geschenk heute für dich selber gewesen? Danke. Ja, 5:0, zu Hause gegen Stuttgart, tolle Stimmung, war schon nicht so schlecht. Ich glaube, heute war das eine super Mischung aus überragendes Konterspiel, überragendes Pressingspiel, aber auch überragendes Defensivspiel, wie man gemerkt hat, wie der Kutschke oder der Paco vorne angefangen haben. Aber nicht so weit oben, sondern auch mal abgewartet. Auch wenn wir 3-4 Minuten den Ball nicht hatten, müssen wir geduldig bleiben und das haben wir heute super gemacht. Kompliment an die ganze Mannschaft, an die Fans, was sie heute abgeliefert haben. Übertrieben. Es war auf jeden Fall heute ein überragendes Spiel von uns und ich glaube, das hat jedem Fan dort auf der Tribüne heute gefallen. Ja, ich denke, dass wir einfach die Spielfreude heute hatten. Wichtig war, dass wir einfach jeder für jeden da war heute, jeden Meter gemacht hat, nach vorne, nach hinten und die Entschlossenheit einfach hatten, jeden Zweikampf zu gewinnen, jeden Ball hinterher zu laufen und das war einfach diese Grundtugenden wieder abzurufen, hinten gut zu stehen, zu null. Wenn es geht und das haben wir heute geschafft alles. Wir haben alles abgerufen, vieles abgerufen und dann die 5 Tore gemacht. Natürlich ist es schön natürlich dann am Ende, aber wichtig ist, dass wir die 3 Punkte einfach geholt haben heute. Woran lag es? Kannst du das mal kurz beschreiben? Das war ja ein ganz anderes Spiel als noch die letzten Wochen. Ja klar, also heute war die Bereitschaft da, wir waren präsent, wir waren in den Zweikämpfen, die Bälle sind wie angezogen von einem Magneten wieder bei uns gelandet. Dann haben wir temporeich und schnell nach vorne gespielt, die Dinger geil ausgespielt. Und ja, heute war ja echt auch noch fast jeder Schuss ein Treffer, das muss man einfach sagen. Das war natürlich auch dann sehr gut ausgenutzt, auch alles sehr effektiv. Und man kann ja echt fast sagen, 5 Chancen, 5 Tore, das war schon richtig ordentlich. Hättet ihr Stuttgart vielleicht nach der Halbzeit ein bisschen stärker erwartet? Ja, wir wussten, dass die mit 2 Stürmern jetzt spielen werden. Die haben alles nochmal versucht, aber ich glaube, wir haben gut dagegen gehalten und verdient 5:0 gewonnen. Also ich habe eher gedacht, dass sie noch ein bisschen aggressiver vorne drauf gehen, aber ich muss sagen, wir haben den Ball super laufen lassen. Die Jungs im Mittelfeld haben sich super zwischen die Räume bewegt, somit hatten wir immer eine Anspielmöglichkeit als Innenverteidiger oder selbst in Marvin Schwebe, wo der den Ball in die Mitte chippt. Das ist halt überragend, da kann man nur sagen, Kompliment an die Jungs und jetzt gilt es nicht ausholen wie gegen Hannover nach der Woche, dass wir im Training vielleicht der eine oder andere Einheit ein bisschen gedacht hat, komm, das läuft hier von alleine. Nee, wir müssen genau da anknüpfen und weiter hart arbeiten. Wie wichtig ist es jetzt einzuordnen? Das war jetzt ein Spiel, wir können uns jetzt freuen. Nächste Woche wartet mit Heidenheim schon wieder ein richtig schwerer Gegner. Ja, genau. Und da müssen wir versuchen, diese Präsenschaft, diese Bereitschaft wieder an den Tag zu legen. Also wenn wir das wieder so hinkriegen und wieder so ordentlich spielen und auch unsere Möglichkeiten nutzen, dann ist auch gegen jeden anderen Gegner was dran. Wir sollen das heute nicht, glaube ich, überbewerten. Wir sollen einfach auf der Tatsache auf dem Boden bleiben und einfach trotzdem volle Konzentration dann halt nach Heidenheim fahren. Und wir müssen auf dem Boden bleiben und dann werden wir sehen, wie das nächste Spiel abläuft. Was war der Knackpunkt nach dem letzten Spiel in Sandhausen? Habt ihr euch in der Kabine mal richtig die Meinung gegeigt oder sind da Fetzen geflogen? Ja, groß anlügen und irgendwelche Sachen schönreden braucht man nicht. Ja. Es gab häufig Gespräche, es gab auch in der Gruppe viele Gespräche. Wir haben uns ausgetauscht, was nicht passt. Ja. Jetzt sagen alle, die haben alles richtig gemacht, die haben 5:0 gegen Stuttgart gewonnen. Die Frage ist aber, wie lange hält der Effekt an von der Aussprache? Ja, das muss jeder mit nach Hause nehmen und sich vor Augen halten, was möglich ist, wenn wir alle alles geben. War vielleicht auch das letzte Wochenende der Film im Kino eine kleine Motivationsspritze für euch gewesen? Ja, heute in der Besprechung war der Film auch ein Thema, was wir uns alles erarbeitet haben. Letzte Saison hat er gesagt, sollen wir mitnehmen, Spielfreude, motiviert, gut in den Zweikämpfen kommen und ich glaube, das hat man heute gesehen, dass das der Schlüssel zum Punkt war, warum die keine Chance gegen uns hatten. Wer diesen grandiosen Film letzte Woche gesehen hat, in diesem Kinosaal saß und ich glaube 15 Gänsehautmomente während der 1,5 Stunden hatte. Wer danach nicht Bock hatte, auf den Platz zu gehen und zu spielen, der ist in dieser Sportart falsch aufgehoben. Das hat uns nochmal gezeigt, was wir alles erreichen können, wenn wir an uns selbst glauben. Und einige oder viele von uns haben ja nicht nur letzte Woche einmal geschaut, sondern unter der Woche auch nochmal immer wieder Ausschnitte, weil ja, man soll sich einfach immer wieder darauf besinnen, was man doch kann, nur weil wir jetzt dreimal verloren haben, sind wir jetzt nicht auf einmal alle unfähig zu spielen, sonst wären wir kein Meister geworden. Und daran hat uns der Trainer auch vor dem Spiel nochmal erinnert und ich glaube, es hat auch jeder gesehen heute. Danke dir.